Oh, guck mal, so sieht eine Garderobe aus, wenn man am DT spielt. Guckt euch das doch mal an. Das ist anders als im Rauschgold, muss ich sagen, leider. Ach, und da hat man sogar ein eigenes kleines Badezimmer. Das ist neben der Schublade drin. Oh ja. Unterberg ist ganz wichtig. Ah ja, verstehe. Wo ist das Kokain? Kein Kokain. Naja, gut. Ich habe ja gerade so Magenprobleme. Und da dachte ich mir, wenn der jetzt hier schon ist. Warte mal. Ich muss mich nochmal hier so ein bisschen. Ach, das ist wirklich ein Beauty-Licht. Ich habe noch nie einen Unterberg getrunken. Aber der ist so süß schon verpackt. Guck mal, wie süß das gestaltet ist hier. Das ist mit so einem Packpapier. Dann werde ich mir einfach mal reinzwirbeln. Da kann der Ulrich Beck gar nichts sagen. Ja, egal. Der ist bestimmt schon 20 Jahre alt. Sehr scharf. Das ist aber noch aus dem Osten. Das ist aber noch aus dem Osten. Das merkt man sofort an den Sprungfedern. Warte mal, das ist jetzt Sofa Nummer 4, glaube ich. Ist jetzt gerade, also vom Geruch her, auch ganz unten auf meiner Skala. Das riecht doch recht, ne? Sowieso hat so ein bisschen so einen Vernuften. Oh, der Tisch ist sehr Osten. Ich habe ja viel Ostverwandtschaft früher gehabt und das ist so, das DDR hier noch, ne? Kommst du aus dem Osten? Nein. Nein? Nehme ich doch den Schuhlöffel mit. Ich gehe jetzt auf die. Ach, das ist die Garderobe von Ulrich Mattes. Ah ja, hier riecht es auch total nach DDR. Riechst du das? Ja. Woher kommt denn das? Ist das irgendwie in den Stoffen drin? Oder? Im Sofa, aber den habe ich Boden. So, guck mal hier. Jetzt bin ich auf der persönlichen Liege von Ulrich Mattes. Habe ich das gerade gesagt oder gedacht? Aber alle haben so Schuhenzieher hier, ne? Lustig. Das ist wichtig, ne? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber die sind von Ikea. Die sind von Ikea, die sind nicht aus der DDR. Oh, jetzt sind wir in der Maske. Jetzt sind wir in der Maske. Die hat ein ganzes Stockwerk nur für sich und wir haben Maskenfundus und die Maskenwerkstatt. Wir gehen mal in die Maskenwerkstatt. Wir gehen mal in die Maskenleit. Oh, guten Tag. Oh, da werden Perücken gemacht. Ach, hier riecht es schon nach Perücke. Hi, guckt euch das mal an, guckt euch das mal an. Hier wird den ganzen Tag geknüpft und gemacht und getan. Wer ist denn hier der Chef oder die Chefin? Andreas, der ist da drüben. Ach so, und ich möchte aber hier mit jemandem sprechen. Wir müssen arbeiten. Sind alle sehr, sehr schüchtern. Wir müssen arbeiten. Na ja, meine Güte, ich arbeite auch gerade und trotzdem kann ich reden. Kann ich nicht mal irgendwie eine Perücke aufprobieren? Ja. Geh mal heimlich in den Perückenfundus. Oh, hier sind die Handtaschen. Hier ist schon wieder eine Küche. Ihr habt aber auch Küchen hier. Ah ja, Handtaschen. Ordentliches Zeug ist da ja nicht mit dabei. Nee, das ist ganz schön. Also Oma-Handtaschen, ne? Eine Kinderhandtasche? Ja, Hello Kitty. Nee, Ulrich, also damit kriegst du mich jetzt nicht, ne? Kriegst du mich nicht. Was ist denn das hier? Guck mal, das sind so Stöcke. Das ist aber toll hier, guck mal. Oh. Ja. Wie passt zu deinem Kleid? Die passt zu meinem Kleid, findest du? Nein. Du bist Dramaturg, aber kein Taschenberater. Ja, wir gehen in den Perückenfundus. Da geht's weiter. Nee, falsche Tür. Ach, Ulrich. Reserviert für Computerschrott der IT. Soll ich auf die Leiter? Oh, warte mal. Moment, wir sind jetzt hier im Perückenfundus, liebe Damen, Herren und Mischgeschlechter. Und wir haben hier, guck mal hier, das ist ja toll. Guck mal. Da. Herrenperücken rot, Herrenperücken braun. Herrenperücken grau und Herrenperücken blond. Das ist ja dann schon meine Farbe. Und da, ach guck mal hier. Oh, Afro und Raster ist kulturelle Adaption. Warte mal, Moment. Achtung, Entzauberung. Ich guck mal hin. Sehr feucht ist er auch schon. So, das ist die ganze ungeschminkte Wahrheit. So, guck mal hier. Oh, das ist aber auch so das Modell Birgit von nebenan.
Ja, ja, so sah ich früher mal aus. Ich hatte früher so Perücken. Was sagst du, Ulrich? Top. Wow. Einfach top. Hashtag einfach top. Das ist viel Arbeit heute für mich. Krieg Geld heute? Na, du bekommst heute noch ein Essen von mir. Oder, oh, guck mal, das ist süß. Guck mal, wie süß das ist. Oder? Super. Ja, macht mich gleich 20 Jahre älter. Guck mal, das ist so ein bisschen Marilyn für Arme. Ja, du kannst auch mal eine aufsetzen. Aber es sind ja wirklich so billige Faschingsperücken. Sowas tragt ihr hier? Nee. Ach süß. Aber die möchte ich auch mal aufziehen. Ich wollte schon mal einen Bob haben. Meine Mutter hat genau die gleiche Frisur. Guck mal hier. Ist doch gleich ein Look. Ist doch gleich ein Look. Soll ich machen schon? Oder? Ja. Schau mal. Sieht aus wie meine Mutter. Oder Klausi? Wie Magitta. Hallo Mama. Ich bin dein Kind. Aber ich kann so Bob eigentlich tragen, oder? Ulrich, was sagst du? Klausi, was sagst du? Soll ich die auflassen? Nein. Du siehst aus wie Gundula Gause. Ich sehe aus, stimmt. Gundula Gause sieht auch so aus. Oh, wo ist denn Klaus Kleber hin? Klaus? Klaus? Peaches oder so. Guck mal hier, aber süß. So sehen die Hipster in Neukölln auch aus gerade. Kitzelt aber. Kitzelt. Ja, das ist immer bei Perücken so. Aber ich sehe aus wie Gundula Gause, du hast recht. Hier sind Knochen drin. Und ich weiß ja, das sind Originalknochen von Bertolt Brecht. Die werden hier gelagert. Und da gucken wir jetzt mal rein. Guck mal hier. Schon leicht mumifiziert. Ulrich. Ja. Warum werden die hier gelagert, die Knochen von Bertolt Brecht? Naja, das ist ein Archiv hier, das Knochenarchiv. Ein Knochenarchiv. Damenmonturen, was immer das ist. Damenmonturen, das ist, das sind so... Maike, was sind denn Damenmonturen? Damenmonturen sind die Grundlage für eine Perücke, wie du sie jetzt auch hast. Du hast auch eine Montur drunter. Ach so. Verschiedliche Größen für Damen. Ah, verstehe. Und das ist die Grundlage, in die Haare reingeknüpft werden. Verstehe. Ja. Ach, du bist ja so patent. So, da haben wir noch Steiftüll und Bartkrepp. Na gut, wir gehen mal weiter. Krepprotz. Da ist eine Kiste mit Augen. So, jetzt wird's interessant. Halt mal kurz. Ja. Sind die aus Glas? Da war keine Augen drin. Das sind Augen, Maike? Daraus können Augen gemacht werden, wenn du die von innen anmalst und eine Maske klebst. Aber daraus eigentlich? Das ist auch ein Auge? Das könnte ein großes Vorteil sein. Also ich bin sehr enttäuscht gerade, muss ich wirklich sagen. Die Glasaugen lagern beim Chef. Die sind weggeschaut. Die Glasaugen lagern beim Chef. Der spielt damit immer nach Feierabend mit, ne? Und dann geht er in sein Glasaugenarchiv. Aua, oh Gott. Das geht ganz schnell. Gut. Phantom der Oper, das noch keiner sah. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt über dem Zuschauerraum. Aua. Und hier hängt die Krone, also der Leuchter über dem Zuschauerraum. Unter dieser Tür, hinter der roten Tür. Hinter der roten Tür. Und was ist das hier? Diese Schnüre? Für den Leuchter, der kann abgefahren werden. Ich bin ja investigative. Das Holz von 1850. Echtes. Oh, das fühlt sich so echt an, wie von 1850. Oh, man kann da reingucken, man kann da reingucken. Aber ist nichts für Stöckelschuhe hier, dieser Untergrund, wenn ich das mal sagen darf. Nee. Ja? Achtung, warte mal, ich zeige euch mal kurz, wie diese Türen hier immer sind in diesem Theater. Warte mal. Wir schauen jetzt hier, liebe Zuschauer.
auf den Innenhof oder auf den Hinterhof, besser gesagt. Das ist ein Neubau. Was ist denn das eigentlich für ein Neubau? Da sind unsere Probebühnen drin. Ach so. Und Garderoben, Sofas. Sofas auch. Und kleine Werkstätten. Oh, ja. Eine kleine Tischlerei, eine kleine Schlosserei. Oh, ja. Wie viele Leute arbeiten hier? Etwa 300. Etwa 300 Menschen. Plus ein paar Künstler. So. Ach, die auch noch. Dazu. Oh, guten Tag. Oh, ist aber sehr maschinenraumig hier. So, jetzt ist aber hier wieder sehr unglamourös. Das hier die Klimaanlage oder was ist das hier oben? Das ist die Lüftung. Die Lüftung, ja. Uiuiui. Achtung, da, schwierig. Oh, jetzt geht's aufs Dach. Ist gar nicht so glamourös, wie ich mir das vorgestellt habe, das Dach. Sharing is caring.